Hallo, heute backen wir mit Mama und Papa eine Biskuitrolle. Also legen wir los. Ich hole jetzt die Eier, die Mathis und ich gleich trennen werden. Warte, ihr braucht noch die Schüssel fürs Eiweiß. So, fertig. Papa, ich habe das Eiweiß schon in die andere Schüssel getan. Ich werde da jetzt noch Zucker reintun. Geschafft. Wir müssen da jetzt noch ein bisschen Wasser reintun. In der Zeit mache ich aus dem Eiweiß Eisschnee. Mathis, du hast ja noch den Zucker in der Hand, dann kannst du ihn auch gleich in das Eiweiß tun. Fertig. Gut, das mache ich jetzt im Eisschnee. Merle, wir machen jetzt die Eigelbmischung zu einer richtigen Creme. Merle und Papa sind jetzt fertig mit der Eigelbmischung. Nun werden wir den Eisschnee zu der Eigelbmischung hineingeben. Jetzt rühre ich noch Mehl, Speisestärke und Backpulver zusammen, was dann auch in die große Schüssel muss. Die Mehlmischung ist jetzt in der großen Schüssel drin und die große Schüssel kommt jetzt in den Backofen. In diesem Topf ist jetzt Sahne drin und Mathis wird gleich Sahne steif einrieseln lassen. Dann werden wir alles gut vermengen. In diese Schüssel habe ich gerade Mascarpone, Zitronensaft und Zucker hineingetan. Das verrühre ich gleich und dann tun wir das in die Sahne. Stopp, Himbeeren fehlen noch. Das letzte Mal, als ich die Himbeeren gesehen habe, waren sie bei Merle. Merle? Was denn? Du hast die Himbeeren gegessen. Ja, aber da sind noch ganz viele. Hier zum Beispiel. Naja, es sind ja noch genug da. Oh, die Eigelbmischung ist fertig. Juhu! Nun müssen wir gleich noch die Füllung, die wir gerade gemacht haben, auf dem fertigen Boden streichen. Dann den Boden zusammenrollen und schon ist unsere Biskuitrolle fertig. Das ist unsere fertige Biskuitrolle. Ich hoffe, sie schmeckt auch. Juhu, sie schmeckt außerdem richtig gut. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos gucken wollt, dann schaut doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.